Willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Spellforce The Order of Dawn. Im letzten Part sind wir hier endlich nach Graufurt, gekommen und haben mit, ich bin so doof, mit Sartarius hier geredet und er hat uns in den Orden des Erwachens reingebracht, sage ich jetzt mal. Da wir eben von Rowan, dem Zirkelmagier, der den Orden des Erwachens entstehen lassen hat, da er uns erweckt hat, sind wir jetzt quasi ein Kämpfer für den Orden. Und ja, haben wir ein paar Sachen gefragt, unter anderem wie es eigentlich mit diesen Portalen, die wir hier sehen, was mit denen auf sich hat, etc. Und ja, würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal ins nächste Portal, nach Lianon, um den Kartografen Darius zu finden. Und ja. Es ist übrigens schon der dritte Anlauf, den ich mache. Aber die Musik ist so schön. Da will ich gar nicht so viel reden. Wir kommen auf jeden Fall noch mehr hier. Ja, also gehen wir mal durch. Auf nach Lianon. Boom. Lags. Die Musik kommt immer so reichlich früh, das ist unglaublich. Seht ihr? Unglaublich früh, der Kampf ist vorbei, die Musik setzt ein. Bis jetzt sind es bloß wieder ein paar Goblins, also die Linien müssen halten. Und ich hoffe, diesmal kann ich diese Aufnahme auch endlich zu Ende führen. Wäre ganz schön. Runenkrieger, zu mir! Ja, also ich finde es immer so ein bisschen unnötig, wenn die Kampfmusik Männer wegen einem einzigen Goblin anfängt. Das ist ein klein wenig unnötig. Oh, was haben wir denn hier? Ein paar Banditen. Stufe 4. 2. Kleine Hütte. Ey, halt das Haus. Entschuldigung, der war schlecht, ich weiß. Was haben wir hier bekommen? Rüstung plus 12, Rüstung plus 13. Nö. Da bleiben wir doch lieber bei unserer jetzigen. Oh, gleich zwei Gegner mal. Wow. Was haben wir hier oben? Snarf. Der klingt auf jeden Fall schon mal extrem schlau. Wir werden angegriffen. Snarf. Oh, okay. Nagelkeule. Nagelkeule macht weniger Schaden, oder? 3 bis 6, 4 bis 7. Dann bleibe ich doch. Genau, das war das, was ich sagen wollte. Da bleiben wir doch lieber bei unserem jetzigen. Oh, wir haben zwei Ringe. Ja, gut. Ist zweimal der gleiche Ring. Welchen werde ich da wohl nehmen? Immer die große Frage. So, dann würde ich sagen, gehen wir hier nach unten mal, bevor wir hier nach Lianon reingehen. Ihr seht schon, das ist nur so ein kleines Dörflein. Hat aber auch was. Das ist ein Hinterhalt. Boah, das Spiel, das macht einen so kirre, wenn man aufnimmt. Mal ist es richtig laut, mal ist es normal laut, mal ist es total leise, also irgendwie, keine Ahnung. Hier ein Goblin-Schwertkämpfer. Und hier Warzhaut. Stufe 3. Die Linien müssen halten. Ne, doch nicht. Wir sind schon Stufe 3. Moment, habe ich eigentlich schon das Update gemacht? Nein. Was bin ich für ein Vollidepp? Genau, Vollidepp.
Machen wir dann gleich. Jetzt töte ich noch schnell Barzhaut hier. Die Linien müssen halten. Oh, der macht auch ganz schön Schaden, schau mal. Gut, der steckt extrem viel ein. Ja, zu mir. Trotzdem macht er schon ganz schön viel Schaden. Goblin, ich meine, ne? Standhalten, mal so ran, der Rett. Goblins sind die schwächsten Gegner im Spiel. Ja, es wird noch witzig, glaubt mir. Es wird noch sehr witzig. Dann würde ich sagen, tun wir mal weiße Magie 1 nach oben. Weisheit 33 brauchen wir da. Weisheit. Hier. So. Wir haben sogar noch einen Attributspunkt. Würde ich sagen, machen wir hier einen Fähigkeitspunkt auf weiße Magie. Wenn es nicht laggen würde. Und einen auf schwarze Magie. Da haben wir die zwei schon mal hochgeskillt. Und dann noch Stärke. Gut. Haben wir jetzt irgendwas Neues bekommen? Nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe. Wenn nicht, dann sage ich es jetzt ganz kurz. Und zwar ist es so, ich tue eigentlich immer jeden Zauber, den ich finde, ins Zauberbuch rein. Haben ja einige Seiten übrig. Und ja, einfach damit ich sie habe. Damit ich mich cool fühlen kann. Weil das Geld, wo man dafür bekommt für die Zauber, ist jetzt auch nicht so mega. Und ja, eine Sache muss ich noch ganz kurz sagen. Okay, das ist mich hier festgehakt. Die Musik von Lianon ist wirklich sehr, sehr schön. Kann eventuell sein, dass ihr einen kleinen Ohrwurm bekommen könntet. Wenn nicht, okay, habe ich nichts gesagt, aber kann sein. Erstmal sollte die Musik anfangen, ne? Seht ihr? Ah, ein neues Gesicht. Willkommen in Lianon, dem verdammt besten Fleckchen nördlich der Windwallberge, wenn ihr mich fragt. Ihr seid hier der Stadtvorsteher? Was, ich? Oh nein, behüte, ich bin nur der Schankwirt hier. Bart Boggelsen mein Name. Biete übrigens hin und wieder auch ein paar Waren feil. Wenn ihr etwas braucht, sprecht einfach mit Will, meinem Sohn. Okay. Kennt ihr Darius? Kennt ihr Darius? Natürlich. Merkwürdiger Zeitgenosse, wenn ihr mich fragt. Vergräbt sich Tag und Nacht in seinen törichten Büchern, als ob es nichts Wichtigeres im Leben gäbe. Was? Er scheint in dieser Gegend recht bekannt zu sein. Für wahr, hat einen Haufen Bekannte und Freunde überall in Nortanda. Kennt sogar Ron, den Zirkelmagier, wisst ihr? Man erzählt sich, er schreibt ein Buch über uns. Ein Buch? Ja, genau, ein Buch. Oder ein Atlas oder dergleichen. Über die Inseln, die neuen Reiche und das alles. Okay, interessant. Ja gut, Orta. Später. Gibt es einen Heiler hier? Heiler? Ja, Shan Muir ist eine Heilerin der Weißen Schule. Wenn ihr Heilung braucht, wendet euch an sie. Okay. Wegen Orta rede ich nachher mit ihm. Hier ist der Darius. Was führt euch zu mir, Runenknecht? Der Orden des Erwachens schickt mich. Seid ihr der, den man Darius nennt? Der bin ich. Doch ihr vergeudet eure Zeit. Ich bin an den Ränkespielen von euch und euresgleichen nicht interessiert. Ich bin auf der Suche nach Rowan. Er befindet sich in großer Gefahr. Gefahr? Welche Gefahr sollte einem Magier des Zirkels wohl drohen? Nun, es scheint leider so, als wäre er nicht der einzige Zirkelmagier, der den Konvokationskrieg überlebt hat. Rowan läuft geradewegs in eine Falle. Sprecht dir die Wahrheit, Runenknecht. Ein zweiter Magier? Wenn dem so ist, dürft ihr keine Zeit verlieren. Rowan ist schon lange weitergereist, zum Wildlandpass. Sprecht mit Selene Fell, Kommandantin der Wachen. Ihr werdet ihre Erlaubnis brauchen, wenn ihr die Torfeste nach Eloni durchqueren wollt. Dies ist momentan der einzige Weg, der zum Pass führt. So, und was ist in Lianon geschehen? Brannigans Handlanger schleichen schon geraume Zeit hier herum. Doch seit dem letzten Mond rücken sie uns plötzlich offen zu Leibe. Den Westen unseres Landes halten sie bereits fest in ihrem Griff.
Nie konnten sie so weit vordringen wie jetzt. Aber sie waren auch noch nie so gut organisiert und gerüstet wie heute. Man muss kein Gelehrter sein, um zu sehen, dass sich hier irgendein finsterer Plan entfaltet. Aber noch weiß keiner, worauf dieser Plan abzielt und wer außer Brannigan noch dahinter steckt. Interessant. Und ihr kennt anscheinend Rohan wohl recht gut, oder? Ihr kennt Rohan wohl recht gut. Nun, ich kenne ihn sicherlich besser als die meisten dieser nichtsnutzigen Ordensleute, für die ihr euch verdingt. Er hat mich oft auf seinen Reisen besucht und mir über ferne Länder berichtet. Und doch blieb er allzeit rätselhaft für mich. Die Schuld der Konvokation lastet immer noch schwer auf ihm, so viel kann ich sagen. Doch wer wollte über ihn richten? Ohne ihn wären wir längst verloren in dieser geborstenen Welt. Das kann sein, und boah, diese Lags, die regen mich teilweise echt auf. Aber der Hirsch gerade eben war cool. Shanmuya, hier ist übrigens der Sohn. Willkommen, Fremder. Ich bin Shanmuya, die Heilerin. Wir brauchen keine Heilung, momentan. Sunder. Reden wir mal mit dem. Seid ihr der Schmied? In letzter Zeit, Genosse. Wirklich sehr, sehr freundlich. Reden wir doch mal mit Celine Fell. Aber was ich auch ein richtig geiles Detail finde, das muss ich einfach ganz kurz sagen, dass nachts, ne, hier oben seht ihr ja die Tagesleiste, dass wenn es Nacht ist, dass die ganzen Stadtwachen zum Beispiel, und zwar überall, also in jeder Insel, laufen sie dann zu den Fackeln und zünden sie an. Das ist ein richtig cooles Detail, wenn ihr mich fragt. Ah, ein Heldenmonument. Beim Seelenfluss. Die Rune zieht wieder? Was sind das nur für Zeiten? Toll. Nett. Ich muss Eloni erreichen, Leutnant Fell. Ich würde euch nicht hindern, doch der Pfad dorthin wird von Goblin-Horden kontrolliert. Wir mussten die Torfeste nach Eloni aufgeben und haben sie verschlossen. Oh. Gibt es einen Weg, sie wieder zu öffnen? Dazu müsste ich einige meiner Leute mit euch zum Portal schicken. Nur sie können das Tor entriegeln. Aber solange Snarf und seine Bande die Gegend hier unsicher machen, kann ich keinen einzigen Mann entbehren. Kann ich euch bei diesem Problem helfen? Nur zu! Bringt diesen Bastard zur Strecke! Snarf ist ein großer, hässlicher Goblin. Sein Lager liegt ein Stück westlich von hier. Geht an den drei Wachen vorbei und haltet euch dann rechts. Aber vielleicht solltet ihr euch zuerst Verstärkung an dem Monument hier hinter mir herbeirufen, Krieger. Snarf ist gefährlich. Wenn ihr ihn besiegt habt, bringt mir seinen rostigen Dolch als Beweis. Okay. Also echt sorry für die ganzen Lags hier. So, wir haben ja Krieger-Kord bekommen. Ich weiß selber leider nicht mehr wann. Egal. Hauptsache, wir haben ihn. Wir haben den Anfänger und ich mach mal ganz kurz. So. Dann kommt er zumindest schon mal raus. Ja. Viel Ausrüstung für ihn haben wir jetzt leider nicht. Aber nehmen wir mal, geben wir mal zwei. Auf mein Keul. Kommando. Ne? Und los! Mir nach. Boah, ey, diese Lags, Alter. Aber Snarf haben wir ja vorhin schon mal gesehen. Der müsste hier irgendwo sein. Hier ist er. Schnell. Snarf. Übrigens, könnte vielleicht sein, dass meine Maus nicht zu sehen ist. Wenn doch. Für die Freiheit! Vergesst, was ich gesagt habe. Ja, haltet durch, Männer! Aber ja. Na. Das war schnell. Ah, sie passt ja. Ein Schild. Ja, okay. Sowieso dem Thema. Und das laggt auch überhaupt nicht, beziehungsweise er tut ja auch gar nicht durchschreiten oder so. Vorwärts! Ach, das ist mir so egal. Zum Angriff! Ganz ehrlich, das ist mir so egal. Hat er eigentlich irgendwelche. Wir werden Zauber angegriffen! So, ja, Schlachtruf. Aber auf auch meinen schon. Befehl! Deswegen brauchen wir es nicht wirklich. Zum Angriff! Snarf ist auch für Stufe 3. Wobei zweimal Schlachtruf hat doch schon was, ne? Bereit! In die Schlacht! Schließ die Reihen! Ja, der wird gerade leicht zerfetzt. Ich würde mal sagen, den haben wir gut zerfetzt. Männer!
so leicht. Leider bringen irgendwelche Zauber und so weiter gar nichts auf Gebäude, das ist ein wenig nervig. Aber naja. Übrigens, das mit den Lags, das hatte ich auch manchmal schon so. Allerdings, jetzt während der Aufnahme ist es ein wenig härter als normal. Aber ja. Ich finde es immer noch witzig, mit einem Schwert oder einer Nagelkeule auf ein Gebäude draufschlagen und es brennt dann einfach. Because it can. Würde ich sagen. Für die Rune! Korb, mach da weiter und boah, ey, die Tür. Das ist meine Schwester kann sich auch nicht entscheiden, was sie macht. Ich hasse es. So, Snarfstolch. Und hier drin. Ah, Gebäude. Gebäude, Gebäude, Gebäude. Und sogar nochmal eine Einheit, nämlich die Scharfschützen. Dann auf jeden Fall die Fischerhütter machen wir als nächstes. Schießstand. Und natürlich noch das Nahrungslager. Sehr gut. Sehr gut. Ist eigentlich so mit der Reihenfolge okay. Sagen wir das. Turm habe ich immer ganz gerne außen. Ich weiß auch nicht warum. Nahrungslager lasse ich mal so. Wobei. So. Hier. Haben wir gleich alles schön beisammen. Und los! Reden wir doch gerade mal mit Leutnant Fell. Tja, das mache ich jetzt noch ganz kurz fertig. Ist ja nur noch den Weg da nach oben. Dann haben wir den Weg frei und können dann im nächsten Park. Genau, im nächsten Park. Im nächsten Park können wir dann nach Eloni. Wobei ich schon noch ganz gerne hier ein paar Sachen erledigen würde. Also im nächsten Part werden wir auf jeden Fall nach Eloni gehen. Aber zuvor machen wir noch hier die ganzen roten Punkte, wo wir schon wegmachen können, weg. Ihr seid es. Was wollt ihr? Snarf wird euch nicht mehr belästigen. Hier ist sein Dolch. Ihr versteht euer Handwerk, Runenkrieger. Damit habt ihr uns viel Sorgen erspart. Nehmt dies als Entlohnung. Werdet ihr nun die Torfeste öffnen lassen? Ich gebe zu, ihr habt bewiesen, dass ihr etwas taugt. Ich gebe euch einige Männer mit. Wartet hier. Ich werde sie antreten lassen. Und noch etwas. Die Männer werden auf direkten Wege zur Torfeste marschieren. Gebt ihnen Geleitschutz und achtet darauf, dass sie lebend dort oben ankommen. Sie werden dann das Tor für euch öffnen. Okay. Solltet ihr scheitern, kehrt umgehend zu mir zurück. Viel Glück, ihr werdet es brauchen. Ja, danke, danke. Gut. Auf meinen Befehl. Also die können wir jetzt nicht vorwärts lenken. Aber ja. Mir nach. Und los! Boah, ich glaube, die Lags werden jetzt nur noch schlimmer. Vor allen Dingen, wenn die dann da oben kämpfen. Das versuche ich jetzt natürlich zu vermeiden. Oder dass wir zumindest hier schon mal alles weg haben. Die Linien müssen halten! In die Schlacht! Vorwärts! Wir haben jetzt einen guten Krieger an unserer Seite. Türgar Brennan. Bereit. Ich finde es auch witzig, dass wir die Bären einfach in Ruhe lassen. Auf mein Kommando. Folgt mir. Genauso wie die Wölfe und die Wildschweine waren in anderen Spielen. Schnell. Greifen ausgerechnet die uns hier an. Ne? Für den Orden. So. Oh Gott. Scheiße. Aua, 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 aua. Hier kann sogar wirklich mal leicht passieren, auf mein Zeichen, dass wir sterben. Das ist ja wirklich ziemlich leicht. Ah, wir haben sie gekriegt, sehr schön. Sie sind überall. Wow, wir haben sie gekriegt, lol. Zum Angriff. Lol. Wow. Dieser Gob, der war gar nicht mal so schlecht. Kleriker, Aria-Schrein und den Tempel des Lichts.
Sehr schön. Und bis die endlich mal ankommen, ist der ganze Kampf schon rum. Joa. Korb ist auch beinahe tot, ne? Ja gut. Erstmal schnell die Arbeiterstufen wechseln. Und die Priesterin Talia, bin mir gerade nicht sicher, ob wir... Ja, okay. Auf jeden Fall tun wir Talia rein. Auf mein Zeichen. Hier kann es okay sogar mal passieren, dass einer stirbt, aber das habe ich eigentlich gesagt nicht vor. Vorwärts. Dass hier mindestens einer stirbt, das ist ein bisschen lame. Was ich aber ganz cool finde, ist, dass wir zu viel mit jedem reden können. Wir haben es geschafft. Ihr habt euch tapfer geschlagen. Schätze, wir werden bald mehr von euch hören, Runenkrieger. So ist den Göttern gefällt. Lebt wohl. Viel Glück und passt auf euch auf. Jo. Auf meinen Befehl. Der öffnet jetzt hier die Tor. Das Tor. Und im nächsten Part könnten wir theoretisch nach Eloni gehen. Vorwärts. Wir werden uns hier erst noch ein bisschen umschauen. Vor allen Dingen schnell mit Türwehre noch reden, weil er hat nämlich noch eine Sidequest für uns. Außerdem hier unten noch die Banditen töten. Und hier sind noch ein paar Goblins übrig. Also wir werden auf jeden Fall noch was tun in dem im nächsten Part. Vorwärts. Und ja, dann würde ich sagen, war es das in diesem Part hier? Ich hoffe, er hat euch gefallen, obwohl es hier ab und zu mal gelaggt hat. Bis dann. Moment, ich warte noch ganz kurz, bis ich stehe. Also dann. Bis dann. Oder auch nicht. Bye.